Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht sich alles um den galaktischen Magier. Viel Spaß! Willkommen im Motodad Wohnzimmer zu diesem Video und ich bin schon ganz aufgeregt, denn es hat mich mal wieder ein Paket, muss ich gerade mal kurz schauen, so darf ich es nicht zeigen, ein Paket erreicht. Das Paket kommt aus Italien und da ist eine besondere Version eines meiner Lieblingscharaktere mit dabei. Ja, jetzt habe ich ja sehr viele Lieblingscharaktere und eigentlich habe ich auch gar keinen Charakter, den ich überhaupt nicht mag. Aber dieser, den finde ich schon ziemlich stark. Es dreht sich um Sodak oder Sodek, wie du willst. Ja, Sodak ist für mich schon seit Kindheitstagen ein ganz, ganz spannender Charakter gewesen. Jetzt weniger von seinem geschichtlichen Hintergrund, den er in den Geschichten und den Minicomics erzählt bekommen hat, sondern eher darüber, weil ich dieses Design einfach total stark finde. Mir hat der schon immer gefallen. Hier drin, in diesem Paket, ist ein Sodak. Aber kein gewöhnlicher Sodak. Denn hier drin ist der letzte Reissue vom Top Toy Sodak. Und der ist ganz speziell. Den packen wir aus. Wir schauen uns das Ganze an und ich habe auch noch meine anderen Sodakse mitgebracht. Das ist ein ganz normaler Sodak. Das ist ein US 8-Back Sodak und das ist ein Mock Euro Unilogo 8-Back Sodak. Und dann können wir so ein bisschen die Sodaks, keine Ahnung wie es heißt, schreibt es mal wieder in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der Plural von Sodak ist, können wir die vergleichen und können uns mal die Unterschiede zu dieser wirklich wunderschönen Figur anschauen. Der ist gestern gekommen. Ich habe mir echt Zeit genommen und habe ihn nicht gleich ausgepackt, weil ich keine Zeit hatte. Hier ist der Schweizer. Wir machen das Paket auf. Ich muss tatsächlich mal schauen, wo es genau aufgeht, wo das hier verschlossen ist. Das ist natürlich, wenn das so eingepackt ist, immer schwer zu sagen. Ich glaube, sind wir da richtig? Wenn so ein Paket relativ gut eingewickelt ist, dann sieht man natürlich nicht, wo ist es denn zusammengeklebt. Und man konnte es eben auch nur sehr schwer ertasten. Bin ich jetzt hier richtig? Auch nicht so ganz. Dann schneiden wir es einfach auf. Ja, liebe Grüße an meinen Sammlerfreund, der mir den überlassen hat. Sehr gespannt. Ich liebe Sodak. So packt man das ein. Oh! Das ist ja lustig. Ich habe einen kleinen Stand dazu bekommen. Einen 3D-Druck-Stand. Witzig. Da sind so kleine Gummis drin, da kannst du den festschnallen. Hihi. Dankeschön. Und ich habe noch einen Mini-Comic bekommen. Snake Attack in der europäischen Version. Oh, wie schön. Ist natürlich ein bisschen gebraucht und abgespielt. Aber wir schauen mal. Da ist die deutsche Version. Oh, wie schön. Dankeschön. Hier ist die deutsche Version. Schlangenbrut. Ja, vielen Dank, Mönch. Boah, das ist ja Wahnsinn. So, hier ist er drin. Hier ist er drin. Ja, wie man das halt kennt, das ist sammlertechnisch richtig gut verpackt.
Oh. Ihr seht schon. Wir schauen uns aber erst die Waffe an. Also was wir hier haben, das ist ein Last Reissue Top Toys Sodak mit bemuskelten Beinen. Ich gebe ihm mal kurz die Waffe in die Hand. Oh Gott, ist mein Herz schlägt. Das ist so schön. So, er ist hinten, ist es offen. Ja, das geht zu, aber ich lasse es jetzt erstmal offen, weil ich ziehe ihn hier gleich nochmal aus. Das ist der Reissue, Last Reissue Top Toys Sodak. Und ihr seht das schon. Ne? Er hat diese bemuskelten Beine. Wow, so. Ich glaube, ich habe gerade 180 Puls. Es ist so eine schöne Figur und so eine tolle Variante. Jetzt, ich zeige euch jetzt erstmal die Waffe. Hier ist die Waffe. Die Waffe ist, wie ihr seht, weich. Und die hat hier diesen Schnüppel hier hinten dran. Seht ihr den? Ich muss vielleicht mal so machen. Genau, da, dieser Schnüppel. Der gehört tatsächlich dazu. Man sieht auch, dass die Waffe nicht ganz so scharf ist, wie zum Beispiel jetzt die Waffe von einem normalen Sodak. Ich halte die mal neben dran. Das ist jetzt der ganz normale Standard-Sodak. Hier seht ihr die Unterschiede. Das ist der normale Sodak. Das ist der Last Reissue, die letzte Neuauflage vom Top Toy Sodak. Ganz andere Farben. Ich halte euch auch mal die US-8-Back-Waffe nebendran. Auch das sieht wieder anders aus. Und jetzt mal ganz kurz US-8-Back und normale. Auch das ist wieder komplett anders. So, also. Ihr werdet das auch gleich bei der Rüstung sehen. Man hat so den Eindruck, dass das nicht entgradet wurde, aber dieser Schnüppi, der da dran ist, ja, der gehört so quasi mit dazu. So, jetzt mache ich mal ganz kurz die Rüstung weg. Ich will mir da nichts kaputt machen. Oh, die sind noch so fest. Moment. Oh Gott, ist der schön. Mein Gott. So, also, ich mache das wieder hier hinten rein. Hier ist die Rüstung und hier seht ihr auch dieses leuchtende Rot. Die ist nicht bemalt. Dieses leuchtende Rot. Hier hinten seht ihr auch, dass die so ein bisschen ausgefranst ist. Schaut euch mal das Innen drin an. Hier überall, das ist alles nicht entgradet. Und ich persönlich habe meine eigene Theorie über diese Last Reissues, über die Depositos von Top Toys. Als die Firma zugemacht wurde, wurden die einfach produziert und nicht fertig gemacht. Deswegen ist sie halt auch nicht bemalt. Weil den Top Toys Sodak, den gibt es fast so, auch bemalt und unbemalt mit Rüstung. Aber hier sehen wir, gerade hier zum Beispiel auch, dass es teilweise gar nicht entgradet wurde. Ja, und das ist das Besondere bei diesen Figuren. Und das macht die auch so selten und so wertvoll. Jetzt zeige ich euch den Körper. Und dieser Sodak kommt nicht mit dem normalen behaarten Körper, den wir von Stratos zum Beispiel oder Beastman kennen, sondern der kommt mit einem He-Man-Körper. Und diese Farbe des Körpers, schaut euch das mal an. Ich mache jetzt einfach mal einen normalen Sodak nebendran. Großartig. Er hat also hier im Gesicht. Ja, da hat er die normale Hautfarbe. Er hat aber hier am Körper diese, ja, mehr orangene, getönte Farbe und hat den He-Man-Körper. Die Skeletor-Arme, schaut euch das an. Und die dicken, bemuskelten Beine, auch hier, kurzer Vergleich zu einem normalen Sodak. Das sind die, macht mal so, das sind die normalen Sodak-Beine. Das sind die bemuskelten Beine, die wir ja von Top Toys, unter anderem habe ich das ja auch bei meinem
Camuflado, Cobra Khan Camuflado, den gibt es auch mit bemuskelten und unbemuskelten Beinen und so weiter. Und ich finde die bemuskelten Beine sehr stark. Was bei den Versionen, denn gerade bei den latest three issues oft ist, das sind die Oberkörper, die sind sehr lose und die Hüftschwung, ja, da ist relativ wenig los. Das ist aber okay, das ist normal. Ganz wichtig hier zu beachten ist, dass er hier auch diesen dunklen Helm hat. Schaut euch mal an, wie stark das aussieht. Ich finde das absolut faszinierend. Dieser dunkle Helm, die dunkleren Boots oder Füße. Wirklich richtig klasse. So, jetzt baue ich den Kollegen mal zusammen. Boah, ich bin so glücklich. Es ist so irre, diese Figur. Und weil ich ja so ein paar große Sachen vorhabe, dieses Jahr und nächstes Jahr. Vielen Dank an die Sammlerkollegen übrigens hier mal. An dieser Stelle habe ich ja gesagt, okay, Kaufstopp, ne? Also im Vintage-Bereich. So Neukram, das kostet ja, ja, ich will nicht sagen, es kostet kein Geld, weil wenn wir über. Oh, das ist so irre. Oh, ich traue mich, den kaum zuzumachen. Ah, ich glaube, ich lasse ihn offen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der mir da nicht reißt, weil er ist sehr dünn hier. Guck doch mal. Das ist extrem dünn und ich habe da, da ist so viel Spannung drauf. Der war auch noch nie zu. Ich lasse den offen. Das ist es mir nicht wert. Dann kriege ich es vielleicht doch hin. Und ich mache lieber die Bändchen hier zu. Und selbst das gestaltet sich als äußerst schwierig. Ich habe es geschafft. Es ist doch leichter zugegangen und ohne Spannung. Aber die Gurte sind hier hinten, wie ihr seht, die stehen einfach ein bisschen hoch. Es geht tatsächlich ein Traum für mich in Erfüllung als unglaublicher Sodak-Fan. Und ja, das ist tatsächlich ein neues Highlight. Der Reissue. Latest Reissue Sodak von Top Toys mit dem dunklen Helm, mit der anderen Hautfarbe, mit dem He-Man-Oberkörper, mit den bemuskelten Beinen. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Wahnsinn und eine wundervolle, wundervolle. Der steht natürlich auch selbst ohne Probleme. Eine wundervolle Ergänzung für meine Top Toys-Sammlung. So, jetzt machen wir mal einen Vergleich. Das hier ist mein ganz normaler Sodak aus meinem Fullset. So, ganz normaler Sodak. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Genau, das ist ein Taiwan-Sodak, aber kein 8-Bag. Ja, also aber ganz normaler Taiwan-Sodak mit Gummikopf. Genau. So, das ist der ganz normale Taiwan-Sodak. Und ihr seht, bei den Standard-Taiwans war es schon so, dass hier die Bemalungen nicht mehr so optimal waren. Ja, im Vergleich zum Beispiel zu einem 8-Bag-Sodak, dem gebe ich auch mal ganz kurz die Waffe in die Hand. So, ne? Also hier haben wir den normalen Standard-Mainline-Sodak und hier haben wir den 8-Bag-Sodak. Hier seht ihr schon eine bedeutend bessere Bemalung, ne? Und auch von den Farben her. Aber jetzt nehmen wir erstmal den normalen Sodak und dann vergleichen wir den mit dem Latest Reissue-Sodak von Top Toys. So. Da sind beide und das ist der Hammer. Ich finde, diese Version sieht optisch, das ist ein Kunstwerk. Das ist ein absolutes Kunstwerk, meiner Meinung nach. Wirklich, wirklich, richtig, richtig, richtig klasse. Von hinten, von der Seite. Na, so. So. Dann vergleichen wir den mal mit dem US 8-Bag Sodak. Eine ganz andere Figur wie der normale Taiwaner, ja, viel besser bemalt, aber auch hier, ne, absolut spitze. So, auf gleiche Ebene. Hinten. Na, hier seht ihr den normalen Oberkörper und hier den He-Man-Oberkörper. Ich bin so glücklich. Das ist so eine schöne Figur. So, und jetzt muss ich die mal ganz kurz hinstellen. Jetzt habe ich hier noch einen Schmankerl für euch mitgebracht. Und zwar habe ich hier einen Mock Euro Uni Logo 8-Bag Sodak. Ganz, 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 ganz großartig.
Das sind die ersten Figuren, die in Deutschland rausgekommen sind. Die Euro-Uni-Logo 8-Bags mit dem Euro-Uni-Logo, dem deutschen Titel mit dabei. Hier ist der Sodak und hier natürlich, ja, das sind die Euro-Uni-Logos ganz kurz. Da machen wir irgendwann mal eine eigene Sendung drüber. Aber auch hier vergleichen wir mal. Und hier seht ihr, ne, die Euro-Uni-Logos haben auch eine gestochen scharfe Bemalung gehabt. Und auch hier mal nebendran. Na, das ist jetzt natürlich extrem schwer. So. Wahnsinn. Na, wirst du scharf. So. Machen wir es mal so. Genau. So. Also der Euro-Uni-Logo aus meiner Euro-Uni-Logo-Sammlung. Ach, ist einfach eine tolle Figur. Aber darum soll es nicht gehen. Einfach mal so als Vergleich. Natürlich gehört zu, neben dem Euro-Uni-Logo, aber der ist jenseits von Gut und Böse, da wollen wir gar nicht drum reden, ist für mich der US-8-Bag-Sodak der Sodak überhaupt. Ja, also hier sehen wir hier nochmal zum ganz normalen Standard-Taiwaner, der dann einfach so überall dabei war. Man sieht den Unterschied. US-8-Bag-Standard. Ja, die Farben hier fand ich besser. Ich fand hier das Rot besser, auch von der Rüstung. Man sieht diese Unterschiede. Hier auch die Kanonen sind unterschiedlich. Ja, das sieht man alles hier. Genau. So, also das ist tatsächlich so mein Traum-Sodak jetzt im normalen Sodak-Outfit. Und dagegen kommt jetzt natürlich diese latest 3-Issue-Version von Top Toys. Und ich persönlich muss dazu sagen, dass ich das ganz, ganz großartig finde. Für mich ist tatsächlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich finde diesen wunderschönen Top Toys Latest Reissue Sodak einfach grandios. Ich finde die Farbgebung dieser Figur spitzenmäßig. Auch mit dem He-Man-Oberkörper. Das sind für mich Varianten, die sich lohnen zu sammeln. Das sind für mich Varianten, die Besonderheit ausstrahlen. Das sind für mich die Momente als Moto Vintage Sammler, die mich wirklich, wirklich über alles glücklich machen. Schaut euch an, wie der glänzt. Oh, ist der nicht schön? Ich bin so glücklich und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Figur sagt. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr den? Habt ihr ihn überhaupt schon mal so gesehen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für mich ist das eines der schönsten Varianten, die es gibt. Generell, ja, finde ich, dass Top Toys mitunter die spannendsten und schönsten Varianten herausgebracht hat. Nehmen wir Cobra Khan Camouflado. Nehmen wir Ula, also Wild He-Man oder die Positur Skeletor. Da gibt es auch nochmal ein Video davon. Green Limbs Modulok. Der Red Beastman, Deposito Beastman, da gab es ja verschiedene Varianten. Der komplett rote mit der roten Peitsche, also mit dem roten Peitschengriff. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Und das hier ist für mich ein absolutes Highlight. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mich gerade fühle, außer dass mein Herz pocht und mein Herz schlägt. Und ich bin so froh, diese Figur gekauft zu haben und dass ich das sehen darf, dass ich das in meinen Händen halten darf, das macht mich total glücklich. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zum Latest Reissue Top Toys Sodak. Das ist eine der schönsten Sodak-Figuren, meiner Meinung nach, die es überhaupt gibt. Ich bin total glücklich. Und jetzt runter in die Kommentare mit eurer Meinung zu dieser wirklich grandiosen Figur. Lasst dem Video einen Daumen da. Wenn ihr Variantenfreunde seid, bitte großer, dicker, fetter Daumen für diese tolle Figur. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr mich zum ersten Mal gesehen habt. Macht die Glocke an, dass ihr kein Video verpasst. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch noch unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bleibt gesund und vor allem bleibt anständig, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich werde jetzt heute den Rest des Tages super, super glücklich verbringen. Und ja, das war's. Danke für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bis bald. Tschüss.